Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordors Ihr Schatten. verprügelt jetzt Talion. Er kommt schon halb die Stufen des Narkost hoch. Eines Tages wird er sie hochrennen. Ein mutiger Wald. Ja, dann überspringen wir mal. Das ist dezent deprimierend. Und ja, machen wir jetzt erstmal die Gollum-Mission. Ganz einfach, weil die am nächsten dran ist. So. Ich muss tatsächlich gerade mal gucken. So von der Soundregelung her müsste das aber eigentlich alles Das dauert passen. alles viel zu lange. Wir sollten ihn Ja. einfach nie können. Und dann geht es weiter. So, zerbrochene Erinnerungen. Auftrag starten. Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es Leuchtender Herr nennt. Dein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Annehmen. Folge uns, leuchtender Herr. Wir gehen zu den Schätzen. Beim letzten Mal gab es keine Ochse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Ups, da habe ich vergessen, mich zu entmuten. Hab gerade noch ein wichtiges Zeug gesagt. Aber naja. Was läuft denn da eigentlich? Okay, ich muss mal kurz gucken. Läuft da tatsächlich so viel Zeugs im Hintergrund? Eigentlich nicht. Gestern hat es super geklappt mit dem Aufnehmen, so, und jetzt spinnt das von der Leistung her total rum. Ich fühle mich irgendwie getrollt. Im Ernst, was ist da los? Ah. Das muss am OBS-Update liegen. Im Ernst. Woanders kann das nicht dran liegen. Ja, lol.
Ha. So. Machen wir mal den und den. So. Das muss an dem fucking OBS-Update liegen. Ja, das liegt an dem scheiß OBS-Update. Ja, lol. Das ist ja tolles Update. Verschlechtert die Leistung von der Aufnahme. Wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Pizza da oben, dort. Wir mögen den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit Dreck. Der Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlings. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein, wir nehmen ihm den Schatz, wir nehmen ihn, oh spitze, spitze Stein. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver spitzer Stein, führe uns, leuchtender Herr. Ihr geht, wir warten hier auf euch. Okay, ich wollte Gollum jetzt nicht unterbrechen. Das war viel zu interessant, was Gollum da erzählt hat für Schwachflug. Muss mich schon wieder räuspern. Damit, das nervt. Mein Hals ist in letzter Zeit so schleimig, das ist wirklich nervig. Also es stört vor allem beim Aufnehmen. Zack. Nanich hier, Gelaia Mordor. Ja. Da ist Gollum. Und hier gehen wir wieder lang und ich muss mich wieder muten, weil ich mich wieder räuspern muss. Yay! Das nervt. Dein Freund scheint uns allzu gerne in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. So. Schön hier lang marschieren. Dann geht's hier lang. Da ist es. Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Läuft der Herr! Lass ihn gehen.
Träume. Sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Ja, das sind Gude. Und ja, bei Herr der Ringe gibt's Gude, ist das nicht toll? Genau. Fähigkeit freigeschaltet. Geisterblitz. Das ist, ich hau auf den Boden und, erschaffe eine riesige Schockwelle um mich herum, die ziemlich, ziemlich cool ist. Naja. Das ist quasi so eine Shockwave auf dem Boden. Warum auch immer. Ja. Bumm. Zerbrochene Erinnerung. Unser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ja. Wie recht er damit hat, dass Gollum eine Rolle im Schicksal Mittelerdes spielt. Oh boy. Ich kann es spüren. Boah, ich würde sagen, wir machen direkt nochmal hier noch eine Bogenlegende. Blicke der Vergeltung. Wenn das gerade neben uns ist, nicht wahr? Die Flammen in seinen Augen sollten das Letzte sein, was die Diener des Schattens vor ihrem Tode sehen sollten. Forme die Legende des Bogen Askar. 200 Marien Belohnung. Töte Uruks aus kurzer Distanz mit Feld. Das geht, okay, cool. Habt ihr das gehört? Schieß den Auftrag innerhalb von einer Minute ab. Hi. Das, ach doch, das zählt. Das war leicht. Dezent. Sehr leicht. Ich kann eine neue Bogenrune holen. Haben wir denn noch eine gute hier? Gebrochener Verstand? Nee. Ja, weniger. Wo ist denn hier die nächste Story-Mission in der Nähe? Was bist du? Du bist ein... Erhebe dich. Schalte dir für diese Schädlinge die Fähigkeit Kampf auf Zierung frei, okay. Mm. Nächste Story-Mission ist die Rangleiter empor. So. Machen wir uns mal kurz auf dorthin. Noch eine Bogenlegende. Sollen wir die auch noch machen, wo wir gerade hier sind? Danach könnten wir uns mehr Elbengeschosse holen. Oder mehr Fokus, vermutlich. Ganz schöne Schweinerei angerichtet.
Der Sturm des Krieges. Die Diener des dunklen Herrschers waren in ganz Udun verstreut. Also bestieg er seine Bestie, um seine Gegner nah und fern niederzustrecken. Formel die Legende des Bogens Askar. 150 Marien, Belohnung. Reite den Karagor. Genau, jetzt reiten wir zum ersten Mal in Karagor. So, und wir müssen nämlich das machen. So, ja, ich musste mich mal wieder räuspern, ist das nicht praktisch? Finde den Urspähtrupp. Jawohl, machen wir. So. Ah, ich habe meinen Karagor aus Versehen angezündet. Naja, passiert. Töte Urspeer durch Pfeiltreffer vom Rücken deiner Reitbestie aus. Jawohl. Ja. Zum nächsten Wurf Spätruf. So. Müssen mal das hier machen. So, wir brauchen nämlich Elbengeschosse. Und wir müssen uns beeilen. Wenn schließt das zu sicher sie auch schaffen. Siehst du den Karagor? Ich werde an ihm das kämpfen. So. Aus, würde ich sagen. So. Außerdem sehen wir jetzt auch mal gerade so ein bisschen Mordor. Das ist doch auch ganz schön, oder? Lass uns mal Mordor angucken. Da. Nicht besonders spannend, aber ja. So. Bye bye und bye bye. Geschafft. Und wir sind immer noch in der Nähe von die Rangleiter empor. Außerdem haben wir. Wir könnten uns mehr Fokus kaufen, aber ich glaube, ich spare auf mehr Elbengeschosse. Müssen wir nicht so oft Elbengeschosse nachfüllen. So. Aber Karagor. Die Rangleiter empor. Redbacks Machthunger wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Annehmen. Belohnung 40 Macht. Verlorenes Duell, du Narr! Hierhin? Ist das gut? Ich nehme mich einfach hin. Beeilen wir uns, sonst verliert er seinen Kopf.
irgendwie verlockend, nicht wahr? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Ja. Das ist, Das heißt, durch Schleichtötungen töten, ohne entdeckt zu werden. So. Dann, wo sind jetzt die anderen beiden? Dort. Bleibt nur noch einer. Diesmal bist du dran. Wir haben schon lange keine gute Hinrichtung mehr gesehen. Du kannst Bradley nicht einfach aus Langeweile hinrichten. Sagt wer? Da draußen so. Ist was. Ich sehe schon Gespenster. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Schleicht hier jemand aus? Ich glaube nicht, dass da jemand war. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Jetzt so. Geschafft. Flashbacks in Richtung verhindern. Und das ist Brock, der Zwilling. Hab ich da gerade etwas gehört? Starten wir jetzt einfach mal damit, dass wir hier seine ganzen Adjutanten und Verteidigung ausschalten. Hi. Du! Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Ja. Zack. Das war Hauptmännerfeuern. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Das Tutorial kommt wohl ein bisschen spät. Hi. Informationen sammeln. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Andere versuchen, als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Brock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Benutze L, um Brocks Herrn auszuwählen. Mock, der andere Zwilling. So. Zum Freischalten schließe mehr Hauptaufträge ab. Denk dran, sieh dir die Stärken und Schwächen von ihm an. Ja. Besitzt wenig Schwächen. Noch viel weniger Stärken. Ja. Ich erzähl Bullshit. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt! Waldläufer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Ja.
So. Redback wurde also befördert. Na, das ist doch recht praktisch. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Ja, das stimmt. Wir holen uns jetzt gleich erstmal das Ding da. Da wir keine Zeit mehr haben für die richtige Mission, machen wir nochmal. Ah, wir machen nochmal hier. Eine Bogenlegende. Weil wir durch sind mit den Bogenlegenden, dann, naja. Ist halt ganz praktisch, ne? Macht der, das steht bei einer Bodenrichtung Fokus. Auch Schwachsinn. Braucht auch kein Mensch. Was hält mir denn Fokus nach einer Bodenhinrichtung? So. Hallo. Tschüss. Begib dich zum Ausgangspunkt des Auftrags. Habe ich auch vor. Ah, Elbereth Gilthoniel. Als ihn seine Feinde überfielen, sang er die Hymne des Elbenvolkes. Es war der letzte Fehler, den sie je begehen konnten. Forme die Legende des Bogens. Askar, Belohnung 200 Marien. Töte alle Schützen. Zusatzziel 10 Orks durch Headshots killen. Kein Problem. Zack. So. Eben Geschosse. Schwupp. Der silvanische Pfeil ist jetzt gerade dezent hilfreich. Elbereth Gilthoniel. Erfolg. Narvi fertigte mich für den Ringschmied als Lohn für seine treuen Dienste. Askar. Ja, du hast die Legende deines Bogens Askar zur Hälfte vollendet. Askar wurde vom Geist erneut gespiegelt und seine Geschichte wurde ihm eingraviert. Bände diese Missionssymbol-Dingsteile da, um die Legende um deinen Bogen zu vollenden. Genau. Und ja, da haben wir schon. Narvi wurde ursprünglich für den Ringschmied angefertigt. Diejenigen, die sich mit der Ringe auskennen, wissen, wer der Ringschmied ist. Und das ist doch, würde ich sagen, eine große Ehre, dass wir hier den Bogen des Ringschmiedes benutzen dürfen. Zeigt also auch an, was für eine Geschichte wir hier ehren müssen. Dass wir hier mit dem Schmied der Ringe zu tun haben. Und naja. Ja. Das ist doch aber mal ein ordentliches Erlebnis, würde ich sagen. Einige Hauptmänner sind Machtkämpfen, ja. Bolg der Ältere. Fell durch der Blutige. Durch der Freundliche. Motzfell-Kannibale. Was das. Diese Namen sind einfach. Lorm-Gubenkämpfer, Groffel der Stachel. Das ist ein Schwachfug. Ja. Na egal. Ich würde aber an dieser Stelle erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.